141 Tonnen innerhalb kürzester Zeit in Luft zu bekommen. Wie viel PS? 11.000 pro Triebwerk? 11.000 pro Triebwerk, das klingt natürlich im Vergleich zum Eurofighter nicht so viel, aber für uns reicht es allemal, denn durch die Propeller schaffen wir es uns, die Luft selber über die Tragflächen zu strömen und können ab kürzester Zeit airborne sein. Das heißt, wir können nicht nur schnell fliegen wie gerade mit 280 Knoten, also ungefähr 600 km/h hier über die Bahn zu fliegen, wir können auch langsam fliegen, so wie jetzt, und das innerhalb kürzester Zeit können wir das hin und her schneiden. Du hast gesagt, es sitzen drei Personen in dieser Maschine gerade. Wie sprechen die jetzt miteinander oder macht jeder so sein eigenes Ding? Natürlich ist das Flying Display vorher abgesprochen, wer was wann wo zu sagen hat. Aber auch während dieses Flying Displays ist da relativ viel Kommunikation im Cockpit oder auch mit dem Ladungsmeister, wo wir uns absprechen, welche Höhe wollen wir als nächstes fliegen, welche Geschwindigkeit, welche Klappenstellung, wann das Fahrwerk gefahren werden soll. Das alles besprechen wir die ganze Zeit im Flieger. Jetzt hören wir ja von hier unten so, dass die Maschine doch ziemlich laut ist. Sprecht ihr so miteinander einfach so nebeneinander oder seid ihr mit Funk verbunden? Wir haben Headsets auf und sind mit. Wir haben Headsets auf und sind natürlich damit über Funk miteinander verbunden und reden dann die ganze Zeit über das Intercom miteinander.